schönen Abend euch zusammen. Da draußen zu unserem 6. Weinfreund-Stammtisch begrüßen wir euch bereits heute. Und wir holen jetzt noch unseren heutigen Winzerfreund mit dazu. Ja, das wie immer dauert das zu Anfang ein paar Minuten, bis wir dann am Stammtisch vereint. Haben wir das immer ganz gut hingebracht und hoffen, dass das heute gleich ist. Ja, da ist er auch schon. Da baut sich eine Verbindung auf. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Grüß dich, lieber Franz Josef. Schön, dass das so schnell und gut geklappt hat. Herzlich willkommen zu unserem Weinfreund-Stammtisch. Zum Start würden wir gleich einmal sagen, dass wir uns ganz kurz vorstellen und natürlich als unseren Gast würden wir da dir den Vortritt geben, uns ganz kurz etwas zu dir zu erzählen. Darf ich anfangen? Jawohl. Guten Abend, hier live aus Bozen. Ich bin jetzt zwar nicht in der Toskana, normalerweise sollte ich ja in Montalcino sitzen auf unserer Tenuta Corte Pavone, aber nichtsdestotrotz, ich sitze in unserem Mutterweingut, in unserem Headquarter sozusagen, wo ja die alle Räte zusammenlaufen und wir werden heute trotzdem unseren Bonelli Montalcino genießen und gemeinsam erarbeiten. Ich freue mich schon. Ja, wir freuen uns auch ganz riesig. Und vielleicht auch noch für die Weinfreunde draußen, was geht's denn so bei unserem Weinfreund-Stammtisch? Der findet immer einmal im Monat statt. Und dann wird gemeinsam mit einem Winzerfreund werden zwei Weine verkostet, wobei es so ist, dass jeweils der Winzer vom anderen Weingut sich den Lieblingswein vom anderen auswählt. Das heißt, man redet hauptsächlich nicht über seinen eigenen Wein, sondern eben über den Lieblingswein aus einem anderen Weingut, hat wieder die Möglichkeit, sich in die aktuellen Jahrgänge und Weine quasi reinzuverkosten. Das, was wir normalerweise immer auf den Weinmessen machen und seit mittlerweile ja über einem Jahr eigentlich nicht fabrizieren können, versuchen wir hier ein bisschen mit dem Weinfreund-Stammtisch aufleben zu lassen und auch eben gemeinsame schöne Weinzeit genießen zu können. Ja, vielleicht auch noch ganz kurz zu uns. Wir sind vom Weingut Heribert Bayer. Wir sind in Neckenmarkt, bewirtschaften dort ca. 20 Hektar Weingärten, sind zu 85% Rotweinproduzenten und 15% ist der Weißweinanteil bei uns. Unsere Hauptlage, der Neckenmarkt, der Hochberg, ist dabei ganz groß im Fokus. Und heute, wie der Franz eben erzählt hat, verkosten wir einen Wein aus ihrem toskanischen Weingut und nämlich einen Brunello di Montalcino. Und in unserem Fall wird das Ganze Herzblut sein. Und da es die zwei Top-Weine der zwei jeweiligen Häuser sind, haben wir gesagt, was für uns ganz wichtig beim Weinfreund-Stammtisch ist, wir wollen nicht unbedingt wertend sein. Das heißt, wir reden über die Weine, sagen aber nicht, der eine ist besser als der andere oder der eine kann mehr als der andere. Das ist überhaupt nicht das, was wir als Sinn dahinter haben, sondern es soll wirklich ein schöner und netter Austausch über die Weine sein. Und um eben hier kein Ranking vorzustellen, haben wir uns entschieden, ach, wir lassen heute doch einfach mal die Münze entscheiden über das, über welchen Wein wir als erstes kosten werden. Und Franz, ich habe da eine stinknormale 2-Euro-Münze bei der Hand. Auf der einen Seite ist das 2-Euro-Zeichen. Der Kopf ist in diesem Fall ein Adler. Und du wirst mir sagen, für was du dich entscheidest. Ich nehme den Adler, auf jeden Fall. Du nimmst den Adler. Das heißt, sollte der Adler kommen, würden wir mit dem Sangiovese anfangen. Sollte der 2-Euro-Schein kommen, beginnen das 2-Euro-Zeichen, beginnen wir mit der Münze. So. Und was haben wir da? Sieht man was? Es ist, glaube ich, das 2-Euro-Zeichen. Das heißt, wir starten heute mit Herzblut, gefolgt von Sangiovese. Beides aus dem Jahrgang 2015. Wir haben jetzt noch kurz hier unseren, das ist ein ganz hoher Protest. Aber ein Protest? Jawohl. Damit wir beide Flasche auch schön sind. Wir haben dazugelernt bei Instagram. Ist es jetzt so, dass wir mit Herzblut beginnen? Wir haben die Weine
Die ist nämlich leer. Wir haben die Weine heute nämlich schon um 14 Uhr dekantiert. Und das, glaube ich, hat beiden Weinen sehr, sehr gut getan. Katja, gib mir mal dein Gläschen. Und wir starten mit Herzblut. Und dadurch, dass quasi. Der Franz Josef sich für diesen Wein entschieden hat, werden wir ihn jetzt gleich einmal fragen, wieso ist es denn Herzblut geworden und was hat dich an diesem Wein so fasziniert? Na ganz klar, schon nur mal der Name, es sagt ja schon sehr viel aus, sehr viel Passion, sehr viel Leidenschaft. Herzblut 2015. Der hat einfach eine immense Kraft, eine Eleganz, aber nichtsdestotrotz aber auch eine Kompaktheit, eine Länge. Also wir haben den auch heute aufgemacht, so um 15 Uhr ungefähr, weil er braucht natürlich auch Luft, damit er zu sich kommt. Ich glaube, sicher einer eurer Steckenpferde, weil er einfach eine wahnsinnige Länge hat und auch ein langes Leben vor sich hat. Ich kann auch, wenn ihr wollt, wir haben ja auch ein paar Notizen gemacht, Trinken wir auf jeden mal, Fall trinken wir genau, mal, sich dass nicht so trocken ist. mal anstoßen unbedingt. Prost zum Wohl. Prost, liebe Weinfreunde draußen, zum Wohl. Salute. Italiener würde ich sagen, tanta roba. Also, da ist sehr viel dahinter, sozusagen. Und vor allem, ich meine, es ist ja ein Cuvée, gell? Das wollte ich fragen. Blaufränkisch, Genau. Merlot, Regelt und Cabernet Sauvignon. Es ist, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, sind wir bei 70% Blaufränkisch, 20% Merlot und die restlichen 10% teilen sich Zweigelt und Cabernet Sauvignon. So circa jeweils Okay. 5%. Und der braucht unbedingt Luft, gell? Und wir haben aufgeschrieben, auf jeden Fall, also meine Frau und ich, Eukalyptus, eine sehr hohe Viskosität, reife Brombeere, Kirsch, eine gewisse Süße hat er auch, also Fruchtsüße auf jeden Fall. So auch süß, so Richtung Waldhonig, frisch aufgeschnittene Vanilleschoten, wenn man sie so halbiert. Leicht ledrig, enorme Wärme, harmonisch, ausgewogenes Mundgefühl, weiche Tannine, also wirklich Tannine, das heißt sehr weich, das heißt nicht störend, das ist eine grün, schöne Säure, die braucht er natürlich auch, schöne Länge, ganz klar, und zum Schluss dann auch noch am Gaumen, Vanilleton, leicht pfeffrig, leichte Würze. Also ein großer Wein. Du hast sehr viel dargebracht, was wir auch quasi in unserer internen Verkostung zum eigenen Wein nennen würden. Vollkommen richtig. Es ist ja bei uns so der Fall, dass Herzblut wirklich nur in den allerbesten Jahren gemacht wird. Das heißt, das Ganze ist als quasi Machbarkeitsstudie für den Neckenmarkt der Hofberg entstanden, nämlich im Jahr 2004. Und wurde seither so weitergeführt. Der Grundgedanke, die Quintessenz ist zu sehen, dass man wirklich in der Vinifizierung relativ aggressive Wege gehen und sage, wir wollen das meiste herausholen, etwas bis wirklich Dichtes, Kompaktes, Konzentriertes schaffen. Aber das darf niemals in irgendeine Richtung groß ausschweifen. Das heißt, wir wollen zwar ein hohes Maß an Fruchtkonzentration. Es ist ein durchaus spürbares Holz dabei. Es soll aber irgendwie niemals die eine Seite die Überhand nehmen. Und das ist auch das Schöne, was ich immer wieder bei Herzblut finde, wie sich das im Glas ein Abtausch quasi ist. Weil dann hast du auf einmal diese schöne Primärfrucht, diese Extraktsüße. Dann hast du auf einmal aber wieder die Erdigkeit, das Straffe, das Tannin, das schön eingebunden ist, wie du sagst, Dann kommt die wieder so ein bisschen Säure, Nougat auch dazu, die. mineralische, salzige Akzente finde ich auch ein bisschen, dass ein Nachhall vor allem das drinnen hat und ja, ein Wein halt mit viel Tiefgang. Die Säure unglaublich wichtig, weil eben wir haben sehr, sehr
sehr konzentriertes Traubenmaterial, wir haben ein hohes Maß an Gerbstoff und das braucht eben die Säure eben auch als schöne, ausgeglichene Balance. Es soll ja doch Wein sein, der für viele, viele Jahre gemacht ist. Bei uns ist 2015 mit Dezember des letzten Jahres eigentlich erst aktuell geworden. Das heißt, wir legen im Groben 4 Jahre im Eichenfass und geben dann noch zumindest 1 bis 2 Jahre Flaschenreife on top drauf, bevor wir rausgehen, weil wir sagen, das ist einmal so die Grundsituation, wo man sagt, jetzt kann man mal mit Herzblut beginnen, das aufzumachen. Alles andere wäre wirklich verdammt früh. Das ist ja auch bei euren Brunellos so, dass auch die erst mit einem gewissen Maß an Reife auf den Markt kommen, was einfach auch ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube auch, dass die zwei Lagen, nämlich unseren Hochberg und euren Capo Marzio, etwas verbinden, nämlich eigentlich für unsere Gebilde relativ hohe Höhenmeter, nämlich der Neckenmark der Hochberg, wo ein Großteil gerade der sehr alten blaufränkischen Anlagen, die so zwischen 50 und 60 Jahre alt sind, Minimum, so zwischen 380 und 420 Höhenmeter liegen. Und das ist doch für das Mittelburgenland, das zwar stetig leicht hügelig ist, aber wirklich hohe Berge eigentlich nicht hat. Nämlich der Hochberg ist auch die höchste mit Reben bepflanzte Erhebung des Mittelburgenlands. Wir haben sehr kräftige Lehmböden, das ist vorherrschend, haben aber auch Schieferverwitterungsgestein, Muschelkalk und das gerade in den höheren Erhebungen rein, werden die Anteile dieser Schieferböden sehr, sehr stark vorherrschend und dadurch hat das eben auch dieses karge, mineralische, das leicht salzige auch, was man bei Herzblut findet. Und ihr macht ja, da habe ich gesehen, Entschuldigung, da macht ihr ja nicht so viel Flaschen, gell? Das sind, im Groben wird das Ganze auf 10 Barrique-Fässer produziert. Das Ganze hat dann eine Teilung auf Magnums und 0,75er. Als wir 2004 mit dem ersten Jahrgang begonnen haben, war das sogar wirklich absolut zur Gänze nur Magnumflasche, weil wir eben bei diesem Wein die Behauptung aufstellen, dass 20, 25, 30 Jahre Flaschenreife für diesen Wein durchaus anzuraten sind. Und da ist natürlich gerade das große Gebinde mit der Magnum eigentlich doch noch ein bisschen ein Garant dafür, dass sich das wirklich gut und kontinuierlich entwickeln kann in der Flasche. Dann ist das schon, wenn ich nochmal fragen darf, das ist schon für euch sozusagen eine Rarität, weil da macht sie ja die 2,5, wie viel macht sie denn da? Ja, 3.000 Flaschen. Das sind grob 3.000 Flaschen, wovon eben circa, was werden sein, 1.700, 1.800, 0,75er und 500, 600 Magnums um den Daumen. Es ist ja auch so, dass wir eigentlich gesagt haben, ja, das mit der Magnum ist eine super Sache. Allerdings auch ein bisschen die Rückmeldung von unseren Partnern aus der Gastronomie gekommen sind, die gesagt haben, naja, Herzblut, das hat eine gewisse Preislage. Das ist vielleicht aus der Weinkarte nicht mehr der, den jeder Gast herauszieht und sagt, das ist es heute. Aber dass die Preisfrage oft gar nicht das Riesenthema ist, sondern dass wenn man einfach so, wie es normal ist, man mit seinem liebsten Partner geht mal essen, isst vielleicht 3, 4, 5 Gänge, dann ist es ein bisschen schade, den ganzen Abend an einer Magnum zu sitzen. Da möchte man doch ein bisschen da, ein bisschen dort und ein bisschen die schöne Weinwelt erkunden. Und da bietet sich einfach die 0,75er ein bisschen besser an. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann entschieden, dass wir eben die ein oder andere Flasche Herzblut auch 0,75 finden. Aber das ist erst der 5. Jahrgang, den es von Herzblut gibt, weil es gibt ja Herzblut nicht in jedem Jahr, sondern nur in den Jahren, wo der Patrick sagt, das war jetzt ein super grandioses Jahr. Es war 2,4, 2,6, 2,9, 2,12 und jetzt eben der aktuelle Jahrgang 2,15. Der Folgejahrgang wird 2017 werden, aber das hat dann noch ein, ist doch noch ein Stückchen von uns entfernt.
spannend war, vor allem gerade 2011 und 2012, da waren zwei Jahrgänge, die unglaublich tolles Potenzial vor sich gehabt haben. Und da war wirklich die Entscheidung zu finden, wird es jetzt der Elfer oder der Zwölfer, nicht Ja. ganz einfach. Und wir sind aber heute sehr dankbar, dass wir den 2012er gemacht haben. Der hat nämlich wirklich absolut auch für das gestanden, was wir mit diesem Wein vorhaben. Es hat auch dieser 2015er das natürlich alles vorhanden. Aber, und da bin ich auch ein bisschen selbstkritisch, dieser Wein ist in seinem absoluten Knabenalter und freut sich, dass er noch ein paar Jahre in den dunklen, kühlen Keller gehen darf. So, sowas kann man, also meiner Meinung nach, sicher in locker in 10, 15, 20 Jahren trinken, oder? Und da wird es wahrscheinlich richtig, richtig Spaß machen, ja? Weil das ist ja auch immer das Thema. Blaufränkisch ist einfach eine sehr, sehr wandlungsfähige Rebsorte und der Löwenanteil ist natürlich der Blaufränkische da dabei. Es ist immer wieder für uns selber auch ein Phänomen, wie unglaublich schön sich Blaufränkisch oder auch Blaufränkisch dominierte Cuvées natürlich mit den Jahren einfach entwickeln und eigentlich erst mit 5, 6 Jahren Flaschenreife so richtig ihre Finesse ausspielen können. Aber es ist auch schön, wenn man was hat, auf was man sich auch ein bisschen freuen kann. Unbedingt. Was ich so mitbekommen habe, ihr seid schon so ein bisschen die Spezialisten auch, wie wir sicher auch in Bezug auf Brunello, einfach auch mal zu sagen, okay, wir legen was weg und verkaufen dann erst später was, weil einfach dann die Reife des Weines sich dann einfach über Jahre dann erst zeigt und die Tannine sich einfach dann so in dorthin entwickeln, dass sie einfach weich werden. Also von dem her seid ihr sicher, ich glaube, österreichweit dafür auch bekannt, dass sie wirklich auch so die Geduld habt dafür, ist ja Wir auch. haben sehr früh damit begonnen, und wir sind vielleicht nicht viel geduldiger als andere Menschen, aber wir haben das Ganze versucht, in einer Größenordnung auf die Beine zu stellen, dass man sowohl ein bisschen Wein zum Trinken hat, als auch den Wein, der gut Aber dafür gerütet musst du am im Anfang Keller liegt. geduldig sein. Absolut, absolut. Und das ist auch etwas, glaube ich, für die Zukunft einfach sehr, sehr wichtig ist, dass es für den Konsumenten, der vielleicht jetzt nicht den gefliesten Weinkeller hat oder vielleicht nicht die optimalen klimatischen Bedingungen, um wirklich Wein über einen sehr, sehr langen Zeitraum zurückzulegen, dass einfach auch der die Möglichkeit hat, sich einen schönen, gereift, im besten Fall perfekt gereiften Wein aneignen können und dann nicht mehr lang warten müssen und dann eben ruhig auch neugierig sein dürfen und diese Flasche auch öffnen können. Und da ist man natürlich in Italien, vor allem in der Toskana, schon viel, viel weiter, als wir da in Österreich sind. Aber wir geben uns einfach extrem Mühe und viel Mühe, dass wir auch in diese Richtung uns entwickeln, weil es die Weine Verdient absolut haben. auch verdient haben. Und die wichtige Frage für mich jetzt, was kostet jetzt so ein Herzblut im Restaurant? Plus minus. Das ist die Frage, wenn man wie der Gastronom kalkuliert. Aber Ja, wir na kennen klar. alles. Ich sage mal, dass man Herzblut in der 0,75er Flasche so um die 140, 160 Euro irgendwo im Restaurant auf der Karte finden kann und damit der Gastronom noch immer ein bisschen was verdient hat. Zum Beispiel, jetzt fällt mir ein spontan, weil da haben wir uns ja auch des Öfteren getroffen bei den Events, zum Beispiel in Lech am Arlberg, im Hotel Burg, kostet er ungefähr Ja. um den Dreh so. Naja, da wird er dann eher bei um die 200 oder vielleicht ein bisschen höher liegen. Okay. Der Eiberg spielt natürlich noch immer ein bisschen seine eigene Okay. Rolle. Aber das ist gleich eine spannende Frage, die ich auch heute an den Patrick gehabt habe. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Ich glaube, das ist schon relativ lange. Ja, sicher. Also ich weiß noch Zeiten, da hast du, glaube ich, noch nicht existiert, liebe Katja. Ja, ich weiß nicht. Der Patrick hat heute gemeint,
so 2004, Also ich würde sagen, ja, ich würde sa würd 2002. sagen, wie wir uns kennengelernt haben, war sicherlich die Katja in den späten Teenagerjahren. Also Okay. 15 Jahre kennen wir uns jetzt sicher. Ja. Also aber ich jetzt schon vor, also vor 10, 12 Jahren locker. Ja, das ist durchaus möglich. Ich hätte sogar vielleicht gesagt 15, aber das ist. Ja. Ja, klar, Ja. weil ich bin ja im Betrieb seit 2004, das sind ja auch schon 6, 16, naja, sind auch schon 17 Ja, Jahre. diese 10, 12 Jahre werden schon sein. Es war auf jeden Fall so, dass wir uns kennengelernt haben, immer noch der Papa mit Rat und Tat zur Seite war und wir eigentlich immer im doppelten Lottchen aufgetreten sind. Und ja, das ist jetzt definitiv schon ein paar Jährchen her. Ja, Perfekt. ich finde, vor allem, ich weiß ja und habe ja den Wein schon gekostet, der jetzt als zweites auf uns folgt. Und ich weiß, dass das bei all ihrer Perfektion, die diese beiden Weine tragen, doch sehr, sehr unterschiedliche Weine, unterschiedliche Stilistiken und Macharten sind. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir eben deinen auch gerade extrem hochgelobter Brunello di Montalcino 2015 dabei haben dürfen. Man tut sich immer einfacher, wenn andere über die hohen Benotungen und Bewertungen sprechen. Im aktuellen A la carte Magazin wurde dieser Wein zwischen allen großen Namen des Brunello-Gebietes mit 97 Punkten bewertet und war somit der höchst bewertete Brunello di Montalcino der Toskana. Und dazu wollen wir dir natürlich einmal ganz herzlich Ja, gratulieren. Chapeau, weil das ist der Wahnsinn. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vor allem muss man ja auch dem gesamten Team und vor allem auch meinem Bruder danken, der auch schlussendlich die Weine dann auch kreiert, sozusagen, als Enologe. Auch bevor ich darauf einsteigen möchte, möchte ich trotzdem noch kurz erklären, wie das alles entstanden ist. Also praktisch, wir sind ja Südtiroler und einerseits die Weitsicht, andererseits auch, ich sage mal, die Offenheit, aber eben auch Zufall, wenn man so will, hat uns damals 96, 1996 in die Toskana, speziell nach Montalcino gebracht, zu diesem wunderschönen Weingut Tenuta Corte Pavone. Mein Vater war oder ist immer noch ein sehr sportlicher Mensch. Und der ist tatsächlich von Südtirol aus, muss man sich vorstellen, mit dem Rennradl oder mit dem Radl, jedenfalls von Südtirol aus des Öfteren in die Toskana gefahren, eben einmal nach Assisi, einmal nach Montepulciano, glaube ich, und dem einmal nach Montalcino. Und da ist er dann in so einer Enotheca, in einer Weinbar gesessen, hat anscheinend das erste Mal ein Glas Brunello di Montalcino getrunken, war sehr begeistert davon, von diesem Wein, ist dann tatsächlich in einen benachbarten Immobilienbüro gegangen und daher der Immobilienmakler gesagt, Herr Lorke, ganz frisch ein Weingut reingekommen, möchte sich anschauen. Und man muss auch dazu sagen, er wollte sich, oder wir wollten sicher auch investieren. Wir hatten damals die Möglichkeit, Mitte der 90er Jahre. Dann hat er das sich angeschaut. Man muss sich vorstellen, also wirklich ganz klassisch, eine Zypressenallee, so ungefähr 200 Meter lang, aber jetzt rechts rüber auf dem Hügel liegt eben oder thront dieses Weingut, Corte Pavone mit Sicht auf Montalcino, das ist ein kleines Tal dazwischen. Wunderschön und vor allem auch, es liegt auf ungefähr 500 Meter. Der höchste Punkt ist Montalcino selber, dieses Weinstädtchen sozusagen. Montalcino selber liegt auf 560, 570 Metern. Tenuta Corte Pavone eben auf 500, 520 Meter, also eines der höchstgelegensten Weingüter. Deswegen auch diese Eleganz. Und so mit ist es damals, entstanden. Sicher durch Zufall, aber auch durch eine bestimmte Weitsicht, weil Südtirol ist ein wunderschönes Weinland, aber die Möglichkeiten, überall Wein anzubauen, sind einfach nicht gegeben. Wir wissen, Südtirol ist ein alpines Land, also von dem her war diese Entscheidung sicher gut.
Und somit ist es entstanden, 1996, die Nutta Corte Pavone, wunderschön. Wart ihr ja schon mal unten, Patrick und Katja? Leider nein. Nein, müssen wir unbedingt machen. Ja gut, wir müssen euch auch ein bisschen mitkommen. Ich war zwar mal, wie ich mal erzählt habe, auf Facebook im Mittelburgenland, aber das können wir uns dann, tun wir uns wieder dann austauschen. Aber das ist wirklich eine immense Naturkraft da unten, ganz klassisch mit diesen Zypressen, mit diesen unterschiedlichen Böden auch, also mit diesen klassischen Schieferböden, Galestro-Böden oder eben Kalkgestein, was wir eben beim Campo Marzio haben. Und wenn wir jetzt einsteigen auf das Thema von meinem Bruder, der Hajo, der ja eigentlich die Weine auch macht mit seinem Team, er hat ja studiert damals in Burgund, also in Dijon hat er Önologie studiert und wir wissen ja, Burgund ist die Wiege der Parzellierung, der Einzellagen, der Crus, natürlich Chardonnay und Pinot Noir, aber da ist es schon wirklich aufs Extreme, dann wird es dann auch gelebt mit den Einzellagen, sagen wir mal, ihr habt da 10 Meter mal 10 Meter und 3 Meter daneben ist eine andere Lage und schmeckt wieder total anders, also das ist wirklich auch interessant dann auch im Glas zu schmecken und zu spüren. Und da ist dieser Grundgedanke entstanden, weil wir auf den Nutta Corte Pavone tatsächlich auch Potenzial haben für diese Grüß, für Einzellagen. Und somit über die Jahrzehnte haben wir uns das aufgebaut, vor allem mein Bruder, und hat gesehen, wir haben verschiedene Böden, verschiedene Ausrichtungen und auch natürlich verschiedene Höhen tatsächlich. Und so hat er definiert 7 Einzellagen, die sind aber nicht starr und es werden nicht jedes Jahr 7 Einzellagen sozusagen in die Flasche gefüllt, sondern eben nur nach bestimmten Prinzipien. Also einmal gibt es nur 2 Einzellagen, einmal 3, einmal 4. Und da messen wir auch tatsächlich durch bestimmte Sensoren die Wachstumsstärke der Einzellagen. Und dann wird eben ganz wichtig, ganz klar, die Einzellagen werden dann separat ausgebaut, vor allem auch mit den eigenen Hefen, also mit den sogenannten Tiette Cuve. Also wir kaufen keine Kunsthefen. Und dann wird eben das ausgebaut und dann wird nochmal entschieden, genau im Keller, okay, machen wir heuer jetzt diese Einzellage oder machen wir nur diesen Jahrgangs Brunello. Und Campo Marzio muss man sich vorstellen, was wir im Glas haben, das ist ja auch ein 2015er, wie euer Herzblut, ist die kleinste Lage, hat Kalkgestein drin. Ganz wichtig auch die ältesten Reben, sind über 50, fast nahezu 60 Jahre alt. Also die haben wirklich Potenzial. Und ich glaube schon, was denkt ihr zum Campo Marzio? Zum einen weiß ich einmal, dass diesem Wein die Luft noch essentieller war als bei Herzblut. Gerade wie ich das geöffnet habe, ist das so hat das etwas bisschen Burschikoses, auch etwas leicht Raues gehabt, das ich in keinster Weise negativ empfinden würde. Aber man hat einfach gemerkt, dieser Wein Der hat Power. muss sich erst einmal freispielen, der muss sich revitalisieren und das hat er jetzt in dieser 5 Stunden Luft plus minus extrem weitergebracht. In der Nase finde ich der urschönste Sauerkirsche und ein bisschen Kirschkompott auch mit dabei. Dann hat er so Weichselnoten, Zimt habe ich mit drinnen, Die Orangen. Brombeere, die du bei uns angesprochen hast, finde ich auch im Campo Genau, Marzio sehr, sehr sehr stark wieder. subtiles Holz, aber es ist ein Wein, der bereits in der Nase sagt, oh ja, ich habe einiges zu bieten. Also das sagt er bereits in der Nase. Und am Gaumen ist er sehr saftig, sehr schön strukturiert, baut sich extrem schön auf, der Wein. Also das ist wirklich ein Wein, wo ich sagen würde, der erzählt eine Geschichte die ganze Zeit mit Einleitung, Hauptteil, Schluss und dann noch einem wunderschönen Nachhall, sehr kraftvoll, Man langanhaltend. würde ja denken, bei den locker flockigen 15,5 Volumenprozent, die er hat, dass das am Anfang, wenn das eben am Gaumen kommt, ist das leicht flüssig und man denkt sich, hey,
Und auf einmal kommt aber der Punch. Und auf einmal geht das auf den Gaumen und nimmt ihn ein, ist sehr, sehr lang anhaltend, hat Wundervoll. einen schönen Tiefgang. Und man sieht einfach doch eben bei beiden Weinen, so spannend sie sind, dass das philosophisch in einer anderen Sprache gesprochen wird. Hier ist der Holzausbau deutlich reduzierter. Ich glaube, es wird auch unter Anführungszeichen weniger Augenmerk auf diese Holzkomponente gesetzt, weil man hier die Frucht sprechen lässt, weil man hier die Gerbstoffe sprechen lässt und das Holz ein bisschen wie der Rahmen eines Gemäldes darstellt. Und er hat eine knackige Säure, dann hat er auch dieses Salzige, finde ich auch eben, was er hat. Und er hat im Abgang hat er so Macadamienmus drinnen. Das finde ich auch total schmeichelnd. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Es ist süffig, es ist schneidig, es schreit eigentlich nach Essen. Also gerade Was das sicher hat, weil du von dieser Nuss gesprochen hast, auch leicht Mandel auf jeden Fall. Und was für mich extrem bei dem Wein ist, diese enorme Tiefschichtigkeit. Du riechst einmal rein, du riechst das zweite Mal rein, du riechst das dritte Mal rein, du hast immer andere Komponenten, wie du auch gesagt hast, so leicht erdige Nase, ein bisschen Minze, Kirschkompott. Ich finde da ein bisschen so Rosmarin, kräutrig. Und der hat eben, ganz klar, der Bursche braucht eine schöne, angenehme Säurestruktur, den braucht er, das gibt ihm diese Lebendigkeit, diese Frische. Und ich würde sagen, das habe ich heute nochmal hingeschrieben, wo wir probiert haben, es ist eine sehr elegante Dame mit einem festen Händedruck. Das ist dann die Power, die ich gemeint habe, wahrscheinlich. Denkst du wirklich so einen laschen Händedruck? Das hat der nicht, der hat schon was Nein, dahinter, nein. schon gedacht. Ich stell mir da so ein bisschen die toskanische Oma vor, also mit dem Kopftierkel umbunden, die einfach ihr ganzes Leben lang kackelt hat. Und das kann ja trotzdem eine feine Dame sein, aber die hat definitiv den Händedruck, von dem du sprichst. Ja, aber kann ja trotzdem eine sehr elegante, frische Dame sein. Absolut. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, und ich werde das jetzt mal ganz kurz und da auch noch näher ein bisschen zur Kamera halten, vielleicht für den einen oder anderen, der das noch nicht im Glas hatte oder noch nicht gesehen hat, es hat auch eine wunderschöne, sehr, sehr moderne Etikette. Und das ist ja etwas, was man eigentlich bei den Brunello de Montalcinos eher nicht so oft sieht. Das sind doch immer sehr, sehr klassische und konservative Etikette, die man großteils kennt. Von gerade den ein oder Und anderen es ist ja bekannten ganz viel Namen. Geschichte, glaube ich, auch dahinter. Also diese Etiketten haben ja alle einen Sinn und spiegeln ja auch wieder die Lagen teilweise und spezielle Ach so, Akzente, ne? da hat sich wiederum mein Bruder, der auch das Marketing macht, in Kooperation mit der Mitarbeiterin, mit der Luisa, sicher tagelang und nachtelang, nächtelang den Kopf zerbrochen. Aber jedenfalls ist es wirklich so, dass jede Cru Brunello Flasche hat ihr eigenes Etikett, hat ihr eigenes, wie soll man sagen, weil zum Beispiel Campo Marzio, das ist ja das Marsfeld, das kommt ja von den Römern, da ist ja auch der Mond oben, der Gottesanbeter, und jede Cru Etikette hat ihr eigenes Cru Emblem sozusagen, und natürlich, es geht auch viel um die Natur, es geht ja hier auch, das sieht man auch, die Ohrenwurzler. Man sieht da kleine Spinne, also es geht um die Lebendigkeit, um diese biodynamische Lebendigkeit, die wir einfach auch haben, die wir auch nicht nur im Weinberg haben, sondern auch im Keller, wo man wirklich die Natur hochleben lassen, weil man auch riesen Respekt haben vor der Natur. Und du hast tatsächlich recht, Brunello sind normalerweise sehr klassisch, meistens dann ist noch das Familienwappen oben und Brunello und Basta, also von dem her. Na, da haben wir uns schon wirklich auch den Kopf zerbrochen, und ich denke und bin überzeugt, dass viele Menschen auch sagen, das ist aber was anderes, das ist aber was, ja, Also, was Vitaleres. ihr seid mit Sicherheit das einzige Weingut weltweit, das sich den Ohrenkröller aufs Etikett drauf macht. Wie hast du es vorher benannt? Das hat mir gut gefallen.
Der Ohrkriecher oder was? Ja, der Ohrwutzler. 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 Also, das ist euch sicherlich ein USB, das wird man so schnell nicht auf einer anderen Etikette wiederfinden. Aber wunderschön, auch eben mit diesem Gottesanbeter drauf und dem Mond, sehr, sehr gut gelungen. Eine Frage habe ich noch, die für mich sehr wichtig ist. Wie lange hat denn dieses ganze Thema der dynamischen Mikroparzellierung, wie lange hat denn das circa gedauert, dass dein Bruder gesagt hat, okay, ich habe die Idee, ich möchte das machen, bis man dann tatsächlich da die ersten Weine hervorbringen kann? Das war ein Prozess von Jahrzehnten, also, weil er immer wieder mal eine Einzellage ausgebaut hat, separat zu schauen, wie wirkt es, wie schaut es aus. Und das war wirklich ein jahrzehntelanger Prozess. Aber ich glaube schon, die Basis, die erste Prämisse dafür ist tatsächlich auch, die Lagen auch dafür zu haben, weil du kannst ja nicht eine Einzellage erfinden. Also du brauchst schon Potenzial und wir haben auch tatsächlich verschiedene Böden. Wir haben eben, wie gesagt, eingangs das Schiefergestein, der Lestro. Dann haben wir Kalkgestein, dann haben wir teilweise beides. Also das sind eben teilweise auch wirklich andere, verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Höhenlagen, also von dem her und natürlich auch verschiedenes Alter der Reben. Und dann wird es auch spannend. Und wenn man jetzt, wir haben momentan jetzt 3 Einzellagen am Markt und 2 Reservas, das sind aber auch wiederum 2 verschiedene Einzellagen, also wenn man so will, 5 Einzellagen. Und wenn du die probierst, aber auch blind, das sind total verschiedene Weine. Also das, dann macht es auch Sinn. Ja. Wären die jetzt sehr ähnlich, dann, naja, dann ist es langweilig, aber die sind wirklich tatsächlich, und das ist auch spannend, die sind sehr, sehr verschieden. Weil zum Beispiel der Campo Marzio, auch der Ausbau ist immer verschieden. Der Campo Marzio wurde praktisch 3 Jahre, 36 Monate im großen Holzfass, also 20 Hektoliter Fass ausgebaut. Weil Brunello, das muss man ja auch noch wissen, kann ja erst nach 5 Jahren verkauft werden. Also laut DOCG-Statut würden 2 Jahre Fasslagerung reichen. Wir machen das noch mit einem Jahr mehr sozusagen, mit 3 Jahren. Und dann plus minus 2 Jahre Flaschenlagerung. Also ich darf erst nach 5 Jahren den Brunello auf den Markt setzen oder verkaufen. Das heißt momentan aktuell, der aktuelle Jahrgang wäre jetzt 2016. Ja. Also immer erst nach 5 Jahren passiert das. Und natürlich verwendest du dafür die Top-Qualität. Alles andere fließt dann in 2 Wein rein, in das sogenannte Rosso di Montalcino. Und das verbindet ja eigentlich dann auch wieder diese 2 Weine. Bei euch ist es das DOCG, das eben diese 5 Jahre vorschreibt. Bei Herzblut schreibt uns zwar niemand was vor, aber wir haben es uns trotzdem selber quasi auf die Schultern gelegt und haben gesagt, okay, nach diesem plus minus 48 Monaten Barrique-Ausbau brauchen wir einfach noch mindestens 1 oder 2 Jahre Flaschenreife, um dorthin zu kommen. Und man merkt, so unterschiedlich stilistisch diese 2 Weine sich darstellen möge, dass ihnen beide ihre mittlerweile 5,5 Jahre Alter sehr, sehr gut tun und dass beide Weine eben nach 5-6 Stunden Luft in Wirklichkeit erst aufmachen. Also dementsprechend kann man sowohl eurem Campo Marzio als auch unserem Herzblut eine sehr, sehr schöne, gediegene Lebenszeit zuschreiben. Oh ja, oh ja. Das ist ja auch das Schöne, also diese Langlebigkeit bei Weinen. Man trinkt ja sowieso im Normalfall bringt man oft, sei es im Weißweinbereich, aber auch im Oberbereich, die Weine viel zu früh. Das ist dann eigentlich schade drum. Diesen Wein, wir sagen schon so ab 2020, 2021 macht Sinn, aber wir reden da wirklich auch von locker 15, 20 Jahre. Was würdest du für einen Jahrgang gerade aufmachen, wenn du jetzt frei ins Regal greifen könntest? Also wir haben jetzt vor kurzem einen 2010er aufgemacht. Hey. Brunello. Dass das kommen würde. Großer Jahrgang natürlich auch. Ja, sensationell. Sensationell. Der war sowas von wunderbar am Gaumen und samtig und filigran. Bei 2010 sind ja dann trotzdem noch mal 11 Jahre, also von dem her. Oder was haben wir noch getrunken? 2010,
2004 war auch wunderbar. Also, aber nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, aber man sollte sich trotzdem ab und zu mal ein paar Flaschen, wirklich, wenn man einen angenehmen Keller hat, mit durchschnittlicher guter Temperatur, Jahrestemperatur, Luftfeuchtigkeit, da sollte man sich wirklich ein paar Flaschen immer auf Seite legen. Dann macht es wirklich Spaß, und weil einfach dann dazu dann noch was Schönes kochen, dann bist du im Paradies. Und das ist ja auch das Schöne an unserem Weinfreund-Stammtisch. Wir versuchen nicht nur unseren Weinliebhabern und Freunden da draußen etwas Gutes zu tun und zwei schöne Weine zu verkosten, sondern es wird ja auch immer ein bisschen was getauscht. Das heißt, sowohl der Franz Josef als auch wir haben jetzt ein paar Flaschen des jeweiligen anderen. Und das ist sogar eine Menge, wo man sagen kann, ah, da wird man doch das eine oder andere Jahr sich das einmal sehr schön kontinuierlich anschauen können. Wir freuen uns da sehr, sehr drauf. Der Christian schreibt übrigens gerade, bei ihm war es 1974. Brunello de Montalcino, an den er sich besonders zurückerinnert. Ja, er ist ein Experte, der Christian ist ein Experte. Ich meine, das ist natürlich was ganz Besonderes, Feines. Brunello de Montalcino ist ja etwas, was hauptsächlich, also was viel exportiert wird, oder? Also ich hab gesehen, dass Asien ein Thema ist und dass Amerika sehr stark ein Thema ist. Auch ist das bei euch auch so, oder wie empfindest du das? Nein, absolut. Also für uns ist sicher USA, also der amerikanische Gaumen, oder sagen wir mal so, Brunello in Amerika ist einfach ein, ich will fast sagen, ein Statussymbol. Also Brunello ist sehr was Gefragtes und sehr wichtiger Markt, keine Frage. Brunello verkauft man aber weltweit. Also internationaler Wein, auch Asien, Japan, jetzt geht China was raus. Europa natürlich auch, keine Frage. Bestimmte, wisst ihr ja selber, bestimmte europäische Märkte sind sehr preissensibel, aber auch viel Kanada, muss man sagen, Gott sei Dank, ja, auch sehr erfolgreich. Aber USA ist natürlich einer der Hauptabsatzmärkte generell für die ganze Region. Man muss sich vorstellen, ist auch erfreulich, Brunello wird ja insgesamt, das Anbaugebiet in Montalcino, belaufen sich auf 3.700 Hektar, 738, und jedenfalls die Hälfte mittlerweile, plus minus, die Hälfte macht mittlerweile biologisch oder biodynamisch. Cool. Ja, da tut sich was in die Richtung. Zum Vergleich, Südtirol hat 5.500 Hektar, und da schaut es mal ein bisschen mickrig aus mit Bio, aber dick drauf, es kommt alles. Ist sicher sehr erfolgreich oder sehr erfreulich auch, dass Montalcino da wirklich Gas gibt. Und man muss sich vorstellen, 96 haben wir damals gekauft, Grotte Pavone. Damals waren, ich glaube, so um die 100 Produzenten, mittlerweile sind wir bei 200, aber es sind wirklich viele kleine Familiengeführte mit 3, 4, 5 Hektar. Natürlich gibt es auch größere, aber es ist schon auch klein strukturiert, und das macht dann auch wirklich auch Spaß. Jetzt kam jetzt auch noch ein Feedback von Daniel, der sagt, wir schätzen die Komplexität eurer Weine, bleiben immer spannend, Qualität steigt weiter. So ganz liebe Grüße aus Sannau. Ganz liebe Grüße ganz nach Sannau. Ganz liebe Grüße natürlich zurück. Viele Grüße nach Sannau, Herr Eisner. Ja, damit haben wir eigentlich auch schon wieder sehr, sehr kurzweilige 45 Minuten verbracht. Du brauchst noch was vergessen. Das Essen, ja. Haben wir vorher vielleicht auch nicht gesehen. Natürlich der toskanische Klassiker, wie heißt es, Fiorentina? Ein T-Bone Steak. Bistecca Fiorentina. Genau, also das ist ja wie aufgesetzt, also da wirklich ein schönes Stück Fleisch dazu. Und damit, da ich größte Aromatik. Und damit ich als Vegetarier auch was habe, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, würde ich mir diese Pici Spaghetti wünschen, also diese Spaghetti aus Hartweizen mit so einem urgeilen Pici-Nudel. Genau, mit einem urtollen Steinpilz-Ragout dazu. Das würde ich dann dazu gerne essen zu dem Wein.
Oder auch, ich habe natürlich auch an dich gedacht, liebe Katja, eine schöne Steinpilzrisotto. Oder einen, kennst du das? Ist ein französischer Käse in dieser Bastform da drin, da unten. Vacherin Montand, wo man damit Löffel außer isst. Das schiebst du ein bisschen ins Rohr rein, so, keine Ahnung, eine halbe Stunde, 20 Minuten, und dann isst du das. War wunderbar mit diesem Wein. Aber wenn wir jetzt beim Fleisch bleiben, also Rindswangen geschmort mit so Granatapfeljus und Polenta, auf jeden Fall. Rehrücken, Hirschgulasch mit Blau- oder Rotkraut. Das Wildschwein-Ragout habe ich auch Und ja, gerade und ich glaube, gegessen. es gibt ja eine eigene Wildschweinart auch bei euch, die man ja auch sehr gerne dazu isst. In der Toskana. Ja. Ja, es gibt schon ideale Wild. Die, naja, das ist Wildschwein, das sind vor Ort die, das ist Wildschwein. Wie genau, da bin ich jetzt überfragt mit der, wenn ich ehrlich sage. Das normale, wie heißt das auf Italienisch? Jetzt mal den Das eigenen sind Fall. normale toskanische Wildschwein. Aber auf jeden Fall, Genau. wird von den Weinfreunden gleich mal zweimal geliked. Ja, vor allem Wildschwein-Ragout ist niemals schlecht, weil sowohl die Toskana als auch das Mittelburgenland hat diverse Problematiken in den Weingärten, wenn die Wildschweine überhand nehmen, weil die machen wirklich viel Schaden. Und deswegen ist so ein kleines Wildschwein-Ragout hier und da mal gar nichts verkehrt. Ja, na, sowieso unbedingt. Und was ich auch geschrieben habe, bei euren Weinen, haben wir vergessen, Da oder? haben wir noch nicht über Essen geredet. Fehlt noch. Genau, beim Herzblut, unbedingt. Also da vielleicht so kurz gebratenes, also Rinderfilet, Hirschmedaillons, aber auf jeden Fall Pappardelle, also so Bandnudeln mit Wildschweinragout oder Maltagliati, das ist so eine Pasta-Art, das sind so Pasta, also schlecht geschnittene, also so Pasta-Fetzen sozusagen, aber ganz gut, mit Lammragout. Vegetarisch, super. Eine Parmigiana alla Melanzana, Ja. das sind praktisch, kennst du das? So geschnittene Auberginen und mit Tomatensauce, Mozzarella, kräftig gewürzt, Ja. wunderbar, oder eben als Südtiroler im Herzen Knödelriss finde ich auch ganz gut. Ja. Also rote Beete, Pfifferlingsknödel und Almkäseknödel sozusagen. Und was für mich perfekt passt zum Herzblut, ein schönes Coq au Vin. Ja. Also mit was Karottensellerie, Kartoffeln, Champignon, Knoblauch, Lorbeer, Rosmarin, Thymian, ein bisschen an Cognac, natürlich, das muss ja dann mariniert werden, eben am besten mit dem Herzblut ein bisschen. Wunderbar, schade. Da sind wir in guten Händen. Wir haben uns noch notiert, die gegrillte, eine gegrillte Hochrippe mit so einer mit einer Portwein-Herzblut-Jus. Dann nehmen wir noch ein bisschen so einen Erdäpfel- oder Kartoffelpüree dazu und dann noch so knusprige Zwiebelringe. Das müsste eigentlich das Herz von Patrick als Definitiv. Fleischfan auch höher schlagen Definitiv. lassen. Und jetzt schreiben Absolut. Unsere Weinfreunde, jetzt habe ich Hunger, obwohl wir vorher erst was gegessen haben. Das ist ganz normal. Ja, das Gute ist, jetzt können wir euch zum Kühlschrank schicken und auf ein kleines Supplement in die Küche schicken. Ja, es war eine tolle Verkostung. Franz Josef, vielen lieben Dank, dass du dir ein zweites Mal die Zeit genommen hast, um eben auch ein bisschen über euer Toskana-Weingut zu Ja, somit sprechen. konnten wir quasi zwei Weingüter entdecken und das freut uns natürlich Und ganz besonders. das ohne unsere Pobacke vom Platz zu bewegen. Das ist natürlich eine Sache, die auch dieses Corona-Intermezzo mit sich gebracht hat. Wir freuen uns trotzdem, dass wir uns schon bald wieder in Natura sehen werden. Sowieso, unbedingt. Vielen, vielen, vielen Dank auch, liebe Katja, lieber Patrick, ins schöne Mittelburgenland. Wir sehen uns bestimmt, entweder bei euch oder du kommst zu uns oder wir sehen uns wo auch immer, in schönen Österreich. Ihr seid immer herzlich eingeladen. Es hat wirklich Spaß gemacht, vor allem auch diese teilweise auch schönen Ähnlichkeiten zu sehen zwischen Herzblut und Brunello. Das sind zwei große, langlebige Weine und das macht einfach Spaß. Und ja, vielen Dank auch für die
zweimalige Einladung und wir sehen uns bestimmt wieder. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne auch, liebe Weinfreunde draußen. Schön, dass ihr dabei Schön, wart. Schön, dass ihr bei unserem 6. Weinfreund-Stammtisch mit dabei wart. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Gerne könnt ihr euch noch Kommentare schreiben oder auch dann, wenn das Live-Video fertig ist, uns noch euer Feedback geben. Wir hoffen jedenfalls, dass es euch geschmeckt hat. Verabschieden uns recht herzlich und wünschen euch alles Gute und ja, einen schönen Abend. Bis bald. Servus, schönen Abend noch. Trinkt gescheite Weine. Und an alle unsere Partner in der Gastronomie und Hotellerie ein schönes Reopening, jawohl, was dann auch diesen Mittwoch endlich stattfindet. In diesem Sinne, zum Wohl. Auf bald. Auf bald.